Schönen Tag, mein Name ist Mario Barth. Das sind meine Themen. Ich hatte vorhin die Maske runter in einem geschlossenen Waggon. Nee, Abteil. Abteil. Entschuldigung, ich weiß, weil ich aber so reich bin, habe ich eigentlich immer Waggons, weißt du? Ich habe immer ganze Waggons. Jetzt habe ich Abteil. Und da kam ein ganz netter Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Das vorherige Team vom Tommy. Die haben leider diesen Zug verlassen und jetzt kam hier Klopskopf und Schorsch. Und so der eine oder andere, wobei sind auch einige nette da. Er selber, ich glaube einfach nur, dass er Probleme mit dem Stuhlgang hat, vielleicht oder so. Weil wenn ich so wahnsinnig dringend auf Klo muss, bin ich auch immer, weißt du, ist mein Stresspegel hoch. Weil kennst du das, wenn du so im Auto sitzt und denkst, Alter, ich muss jetzt echt nach Hause. So, dann ist dann meine Geduld am Ende. Aber der wird Mitarbeiter des Monats. Und der hat jetzt gesagt, Maske hatte ich nicht. Dann habe ich getrunken, das hat ihm auch nicht gefallen. Mit Maske bitte trinken, aber damit das nass ist, jetzt ruft er der Polizei. Also kann sein, dass das letzte Video ist, was ihr von mir seht. Nächste kommt aus dem Gefängnis. Nächste kommt einfach aus dem Knast. Ja, dann habe ich auch nicht mehr so einen Anzug an, dann habe ich so. Was hat man im Knast so an? Oben Anzug. Ihr Streifdips nicht mehr. Was hat man im Knast? Ich glaube, Privatklamotten kann man anziehen, war im Knast mittlerweile? Trainingshose so. Schicken wir dir nach. Schick sie mir. Tja. So ist es in Deutschland. Ganz netter Kerl. Vor allen Dingen, es macht ja gar keinen Sinn, weil zwei Waggons weiter, da ist ja Speisewagen, da kannst du ohne Maske sitzen, weil du sitzt. Was mache ich hier liegen oder was? Ich sitze hier auch. Ist dasselbe. Und das ist ein Abteil, wir haben alle Tickets gekauft. Das ist, hier kommt kein anderer hin. Und ich dachte, Maske ist vorbei seit jetzt April. Nee? Hat man doch gesagt. Ja. Aber jeder kann machen, wie er will, ne? So in seinen Firmen. Und da hat die Deutsche Bahn gesagt, lass mal schön alle die Maske auf, genau. Ihr Arschlöcher. Ja. Nicht bei uns. Ja. Nicht, dass ihr euch nachher noch ansteckt. Und die Inzidenz von, wo sind wir mittlerweile, bei 4.000? Nee, sinkt. Sinkt. Gott sei Dank. Guck doch mal, wie hoch die Inzidenz hier ist bei uns heute. Deutschland. 1181 haben wir nur noch. Könnt ihr euch erinnern, als wir 120 hatten und Corona-Kalle beinahe im Dreieck gesprungen ist, wie das HB-Männchen früher bei Markus Lanz? Wir müssen auf 20. Wir müssen unter 50, dann hatten wir unter 50, hat er gesagt, reicht auch nicht. Eigentlich müssen wir 20. Sonst sind wir alle tot. Ja. Und so lange bleibt ihr zu Hause. Und so lange machen wir Lockdown total zu Hause bleiben. Du darfst dich mit gar keinem treffen. Nix. So. Maximal mit einer Familie, wo allerdings nur ein Kind unter 14 sein durfte oder so. Man musste seinen kompletten Freundeskreis neu skalieren. Ich habe alle meine Freunde mit Rundruf gestartet. Sag mal nochmal, wie alt deine Kinder sind. Ja, ich hab eine 16, eine 18. Gleich bist nicht mehr mein Freund. Kannst ja nicht mehr kommen. Und jetzt haben wir eine Inzidenz von über 1000. Aber wir waren ja schon bei 3000. Ja. Hör auf. Also ich freue mich sehr. Aber jetzt waren wir doch gerade in Hamburg. Wo ist denn jetzt die Polizei? Die müssen erst mal suchen. Der ist lange zu. Die sind vorne eingestiegen. Jetzt müssen die erst mal bis hierher kommen. Ja. Auf dem Weg hierher treffen sie aber an 35 andere Leute, die Maske hoch. Keine Luft mehr. Hallo, ja, Entschuldigung. Aber es ist in der Tat so, das ist ja erlaubt. Das ist ja jetzt erlaubt. Ja. Das ist ja jetzt erlaubt. Das ist ja jetzt erlaubt. Hier ist ja noch Flüssigkeit drin. Aber jetzt schnell wieder auf. Ich hätte euch sonst alle gefährdet.
alles Zivilfahnder hier. Das sind alles Zivilfahnder. Er ist auch von der Kripo. Die haben einen Großeinsatz für mich jetzt hier gestartet. Freunde, seid live dabei, wenn die der SEK GSG 9, da, das ist der General. Die haben Geheimdienst, haben die eingeschleust, alles. Wird schon längst observiert. Von der kompletten. Auch so geile Verschwörungstheorien. Alle sind hinter mir her. Paranoika war. Ja. Wir sind auf dem Weg, wir fahren langsam. Wir fahren jetzt gerade durch Hanau. Ich dachte, ich werde hier direkt mit so einer Hundertschaft rausgezerrt. Mit so einem Knüppel immer auf den Schädel gedonnert. Aber vielleicht ja im Frankfurt Hauptbahnhof. Vielleicht haben wir da das Glück. Vielleicht werden wir ja da verhaftet. So geil. So, wenn einer so eine gute Laune hat, finde ich das immer so gut. Damit kommt man wahnsinnig weit, wenn man einem Typen, einem erwachsenen Menschen auch direkt anschreit. Maske! Letzte Ansage! Ansonsten was? Aus dem Fahnenzug kann man auch nicht mehr geworfen werden. Scheiben sind ja zu. Kriegst nicht mehr auf. Früher, da hast du Schisse. Haben sie runtergezogen? Flatsch! Fertig. Aber heute musst du erst ins Tämmerchen dann. Ach, dann musst du vorher weggucken. Wisst ihr, ist halt scheiße. Ja, also, aber ich dachte, da ist, ich sag dir, das ist der Obergeneral. Das ist wie bei James Bond, auch immer einer. Mit so einer Spitze im Schuh. Mit Gift dran. Wenn ich mich gleich wehre, oder der gibt mir kurz die Hand und dann schäumt mein Mund oder irgend so ein Scheiß, Alter. Ich höre dir das. Hier stehen sie. Da sind sie? Ja. Echt jetzt? Zwei Stück. Meine Damen und Herren, wir erreichen nun Hanau-Ausstieg in Fahrt. Jetzt pass auf, ich lasse online, jetzt kommt die Polizei. Da ist, echt, hat der die Bullen gerufen? Das stimmt nicht. Wie geil ist das denn? Auf dem Bahnhof. Jetzt wird's lustig, Freunde. Jetzt wird's lustig. Pass auf, gleich, ich freue mich schon so. Was sagen wir? Wir bleiben nett. Ja, natürlich. Wir sind ja immer nett. Wir sind, ja. Bestimmt aber. Ja, sie suchen welche. Ja, komm rein. Wie geil ist das denn? Aber was machen die? Fahren von Hanau bis Frankfurt mit oder halten die den Zug jetzt an? Da. Ja. Geil. Ja, jetzt, pass auf. Was ich getrunken habe. Pass auf, jetzt geil. Ich mach. Darf man die filmen? Ja, wir sind am Einsatz, klar. Im Einsatz und wir. Und du kannst es auch hinweisen, wir treffen ihn auch. Jetzt wird's lustig, Alter. Muss ich bestimmt mein Personal. Vielleicht können die mich aus dem Zug aber rauswerfen. Mit dem Taxi von Hanau nach Frankfurt geht. Ja, okay. Geht. Was stellen wir denn in der Bahnrechnung? Nein, das ich hab doch. Bei mir läuft doch ganz gut. Da bin ich echt gespannt, das ist, weil ich mein Video vielleicht gemacht habe ohne Maske. Ah, das ist jetzt echt geil. Ein verschlossenes Abteil. Vielleicht kann mir das irgendeiner erklären später noch. Verschlossenes Abteil. Ja, Tür ist zu. Früher so mit 16 hätte ich Schiss gehabt vor Polizei so. Heute ziehen wir die Jungen. Ach so, wir müssen. Die können ja gar nicht mitfahren. Der muss ja hier wieder raus. Wir sind nicht, keine Ahnung. Jetzt kommt es auf. Ich weiß nicht, wie das bei dir hier war. Aber die können natürlich sagen, kommen Sie mal mit raus. Können Sie machen, klar. Aber dann
müssen wir dir darauf hinweisen, dass wir da weiterfahren wollen. Wir würden gern weiterfahren. Um was geht's denn? Ja. Wir haben die Maske nicht getragen. Doch, hab ich, sehen Sie doch. Ja. Ich habe was getrunken und er hat mich angebrüllt. Meinen Sie das? Meinen Sie das? Wir haben drei Zeugen. Das war die Internetpolizei. Ich würde mich als Polizist, ich würde so abkotzen, wenn ich da angerufen werde wegen so einer Kacke. Ja. Oder? Ja, die haben ja schon noch was Besseres zu tun. Alter, ey, in Hanau. Hier haben so schussige Westen jetzt. Jetzt müssen sie hier rinkommen und sagen, was ist denn los? Was denn? Warte, dann steigen sie ein oder nicht jetzt hier? Was ist jetzt hier? Jetzt kommen sie. Hier, ach nee. Nee, ihr habt eine Adidas-Tasche. Zivilfahren. Ja, jetzt pass auf. Guten Tag. Tag, Bundespolizei. Grüße Sie. So, einmal das Handy aus, bitte. Nee, ich lasse dich an. Ich lasse es einfach an. Wir wollen aber nicht gefilmt werden. Sie sind im Einsatz. Ich habe mit meinem Anwalt bereits gesprochen. Ich despektiere Sie nicht. Ich finde das toll, was Sie machen. Ich finde Sie großartig. Ja. Aber ich glaube, meine Community und alle möchten das gerne sehen. Okay. Live. Hier in dem Zug, Videoaufnahmen sind zustimmungspflichtig. Ja. Dementsprechend hat er es einzustellen. Ja. Okay, dann filme ich nur mich. Gut, alles klar. Ja. Um was geht's denn? So. Uns ist mitgeteilt worden, dass Sie halt keine Maske anhaben im Zug. Sie sehen ja Maskenpflicht. Das ist richtig. So, ja, scheinbar haben Sie jetzt eine an. Die ganze Zeit habe ich eine. Aber wenn ich trinke, so hat man mir das gesagt, darf ich die Maske abmachen, sonst ist sie nass nachher noch. Wenn ich die runtermache, muss ich trinken. Ja, das müssen Sie mir nicht erklären. Ich weiß, wie man trinkt. Das ist doch schön. Gucken Sie mal hier. Sehr gut. Alles klar. Hier. So. Hier habe ich getrunken. Gut. Der Zugbegleiter hat das Hausrecht hier. Ja. Der Zugbegleiter hat gesagt, dass Sie den Zug zu verlassen haben. Dann steige ich jetzt aus. Ja. Der zahlt den Schaden dann? Dann müssen Sie sich an die Bahn wenden, das ist Zivilrecht. Das heißt, der Zugbegleiter geht vorbei, dem gefällt das nicht, wie ich trinke, kommt rein, brüllt mich an. Ich habe zwei Zeugen hier. Der brüllt mich an, ist total unfreundlich und kann jetzt sagen, steigen Sie aus dem Zug aus und mein Ticket, was ich gekauft habe, ich will es nur klarstellen, ist dann weg. Wie gesagt, das... Weil er das Recht hat, das weiß er auch, das weiß er auch, dass ich meinen Anwälte, das weiß er. Er weiß, was er tut. Können Sie auch gut und gern machen, das ist ja auch Ihr Recht. Das können Sie gern machen, das ist, wie gesagt, das... Gut, das ist, ich bin ja keiner, der querelliert, aber das ist, ich möchte, dann bräuchte ich nur seine Kontaktdaten. Das Recht habe ich doch, oder? Die können Sie gerne über die Bahnzentrale anfordern. Ich gebe Ihnen definitiv meine Kontaktdaten nicht. Sie kriegen die dann über einen Anwalt. Und ich untersage Ihnen auch schon von vornherein eine Postung meines Namens. Eine was? Was steht da für ein Name drauf? Wo Sie meinen Namen öffentlich verwenden. Weil Sie haben nämlich den Kollegen vorher auch schon namentlich benannt in Ihrem Video, was Sie online gestellt haben. Nee, habe ich nicht online gestellt, ich war live und Thomas fand das richtig gut. Vor drei Stunden haben Sie ein Video gedreht, was der Kollege, wo Sie den Namen des Kollegen das genannt stimmt. haben. Aber der die fand Zustimmung des Kollegen. Ja. Ich glaube das nicht, dass er zugestimmt hat. Ja, Sie glauben es vollkommen, wo es ein Problem der Name veröffentlicht werden darf. Das ist Quatsch. Ich glaube, so, das geht ja jetzt in die falsche Richtung. Sie merken es ja selber, dass es eine persönliche Nummer ist hier. So, also, wir was wollen wir alle sachlich klären jetzt. Wie gesagt, der Zugbegleiter hat das Hausrecht. Ja. Und dem ist das bewusst. Das ist vielleicht, dass Sie da auch intervenieren. Ist Ihnen das egal? Wollen Sie nicht intervenieren? Mir ist es egal. Ich stecke auch aus. Wie gesagt, wir sind jetzt hier, um das Hausrecht durchzusetzen. Okay? Aha. Okay, halten wir also fest, dass der Zugführer von diesem Zug jetzt das Hausrecht in Anspruch nimmt und mich des Zuges verweist, weil er der Meinung ist, ich habe nicht, beim Trinken habe ich keine Maske. Sehe ich das richtig? Dann sehen Sie das richtig, genau. Aber wie ist es im Restaurant? Da muss ich keine Maske tragen. Wir müssen ja nicht diskutieren. Wo ist die Logik? Das ist kleinkariert, finde ich. Ja. Ist doch egal. Das ist, wie gesagt, das ist alles eine Sache von der Bahn. Es hieß auch immer wochenlang, wir sollen Maske im Bahnhof tragen. Ja. Jetzt nicht mehr. Es ist nur noch Maskenpflicht. Was ich aber so interessant finde, es war eine einzige Person. Er ist der Chef von dem ganzen Zug hier. Ja. Okay. Und weil er ein persönliches Problem mit mir hat, also wir reden ja hier von Willkür. Weil er ist ja alleine, wir sind zu dritt. Ich habe was getrunken, Mensch. Wir wollen das jetzt hier erstmal abkürzen. Sie können das nicht geben. Das gibt natürlich eine Konsequenz. Das ist klar, das kläre ich jetzt juristisch. Das können Sie auf jeden Fall. Das muss ich und das werde ich auch machen. Finde ich echt spannend.
Okay. Alles klar. Wie geil ist das denn? Ich filme aber weiter, weil das darf ich. Ey, Zimmer. Das habe ich vorher geklärt. Ich find's nicht, ich find's ja ganz geil. Aber den Schaden, der wird mir bezahlt. Sein Name. Achso, Sie dürfen nicht. Sie müssen vor mir. So. Wie geil ist das denn? Aber wie cool, wie auch gleich sein. Krüger! Ihr könnt dafür nichts, danke, tschüss. Wie geil ist das denn? Den Namen darf ich nicht sagen, das kläre ich gleich. Aber ich wurde in der Tat gerade eines. Aber am Bahnhof kann ich die Maske absetzen, wa? Am Bahnhof kann ich die Maske absetzen. Wie geil ist das denn? Ich bin gerade eben, weil ich im Zug gefilmt habe, wurde ich von einem des Zuges verwiesen, dass das so geht, ist so geil. Dass das so geht. Hätte ich nicht gedacht, dass das geht. Kurze Frage an den anderen Herren hier. Dürfen wir Fritz aufgenommen haben? Sie sind auch alle noch mit Pfeffermeiger, meiner gesehen. Das stimmt. Also ich habe bei Ihnen gesehen, dass Sie eine Maske tragen. Naja, wenn Sie von da nach da laufen, können Sie mich nicht angucken. Dann haben Sie ihn gesehen. Wir haben alle eine Maske getragen. Aber dieser Herr hat augenscheinlich ein privates Problem. Jetzt muss ich keine Maske tragen. Nein, im Abteil. Genauso wie mein Kollege möchte ich auch nicht, dass mein Name... Wie die alle Schiss haben, dass man den Namen nicht nennt. Ich kläre das. Aber es ist geil. Das ist die Deutsche Bahn. Jetzt verstehe ich das natürlich, dass ganz viele Leute gar nicht so gerne Deutsche Bahn fahren. Das ist echt, da ist einer, der kann das wirklich machen. Der findet die Scheiße und ruft die Polizei. Ich finde das sehr gut. Alter. Okay, weiß ich Bescheid. Alles klar. Gut. Das ist, ich finde es lustig. Du kannst die Maske abmachen. Am Bahnhof ist erlaubt. Ja, können wir machen. Wo müssen wir lang? Achso, wir sind doch freie Bürger. Achso, der telefoniert. Alles klar, sehe ich. Ja, okay. Ja, wunderbar. Achso. Was wird denn jetzt noch geklärt? Alter, ich würde ihn hassen. Ja, na klar. Jetzt sind wir. Sie gönnen sich gerne. Ich möchte nicht in irgendeinem Video. Sind sie ja nicht. Habe ich auch nicht drauf. Nee. Ich wollte nur was. Aber ich glaube, also ich muss das gleich nochmal klären. Ich glaube, bei der Ausübung des Einsatzes darf man das. Da gibt es, glaube ich, sogar Mitteilung. Das ist leider so. Ist bei mir genau dasselbe. Bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt. Weil die Zylinder kriegen Sie es. Wie geil ist das? Kalt ist mir. Da haben Sie. Bitteschön. Ich finde es echt lustig, ich finde es richtig lustig. Das erste Live-Video, was ich auch hochladen werde. Das ist echt witzig, ich finde sie richtig witzig. Aber den Namen dürfen wir ja nicht sagen. Wobei, wenn du, glaube ich, nur Nachnamen sagst, geht, ich muss das kurz klären. Ich finde das so geil, dass das, weil einer ein Brot, der hat ja eine, ein, hast du schon gemerkt? Möchte auch noch meinen Namen nicht. Und Sie haben vorhin auch ein Video gemacht, wo Sie meinen Kollegen genannt haben. Der, mein Tommy, der sich bedankt hat dafür und sich gefreut hat. Aber da kannst du mal sehen, der hat ein echtes Problem. Das liegt einfach daran, wie man mit den Leuten umgeht. Irre geil, irre geil. Jetzt wird geguckt, ob nicht ein Haftbefehl gegen mich vorliegt. Jetzt verstehe ich natürlich auch, warum der eine oder andere eine andere Meinung hat gegenüber der Behörde. Weil da dann schon sehr viel Willkür stattfindet. Das verstehe ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Aber das werden Sie mir vielleicht erklären. Das wird komplett erklärt, ja. Mach mal. Erklär doch mal, warum ihr meinen Personalausweis haben wollt. Ja gut, wir machen erst die Identitätsfeststellung, weil wir jetzt einen Passverweis durchsetzen, beziehungsweise einen Fahrausschluss. Die Bahn, das haben wir ja erklärt, der hat ja das Hausrecht. Hat er ja, das habe ich ja verstanden. Ist ja. Mir egal, nimm mir ein Taxi, fahr erst nach Frankfurt. Aber jetzt habt ihr meinen Personalausweis und jetzt fragt ihr was nach. Das was? Ja, wir fragen die Personalien ab. Fahndungsabfrage heißt das. Fahndungsabfrage? Genau, so ist es. Das ist ein Standard, den müsst ihr machen bei jedem, auch wenn ihr die Leute kennt. Gucken, ob nicht Mario Barth in der Fahndung ist. Das kann sein, ja genau.
Naja gut, nicht so abwegig. Nein, das ist richtig, das ist bei mir. Ja. Das stimmt. Das steht doch morgen in der Bild. Klar. Aber am Bahnhof, da habe ich es richtig verstanden, ist ohne Maske. Ja, am Bahnhof ist ohne Maske. Das war ja jetzt wochenlang, monatelang mit. Ach, ich hab's nicht, ich verstehe es auch nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob ich mit Dackel oder ohne Dackel. Brauchen Sie sonst noch was? Brauchen wir nichts. Wie gesagt, ist alles geklärt oder haben Sie noch Fragen? Ich finde, das fragt ein anderer die Fragen. Okay. Alles klar. Das dann mit Sicherheit online beantworten. Nee, da habe ich gute Anwälte. Oder die können das online. Die machen das, sie werden ja teilweise. Auch online machen die das nicht, die machen das normal. Alles klar, ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss. Das ist ja cool. Also ich bin zumindest, werde ich nicht gesucht. Es gibt keine Fahndung gegen mich. Da bin ich dankbar. Auch das ist ja auch mal schön zu wissen. Nicht, dass man nachher irgendwo ist. Und dann wird man verhaftet und man wusste das gar nicht. Ich bin froh. Aber das ist ja auch, ich bin schon aus dem Hotel rausgeflogen. Jetzt habe ich es im Zug geschafft. Abgehakt. Das gibt ja so eine To-Do-Liste, die du machen musst. Und ich glaube, weil ich das Video gemacht habe ohne Maske, hat der dann gesehen, aber der hat es ja, sonst wüsste der ja nicht, dass ich ein Live-Video gemacht habe mit Tommy. Der wird das gesehen haben, schwöre ich dir. Findet mich scheiße, vielleicht findet seine Freundin, weiß ich nicht, vielleicht, ich weiß es nicht, wenn er eine hat, findet die mich vielleicht lustig. Lustiger als ihn, weißt du? Oh! Achso, man muss ja am Bahnhof nicht mehr. Ich blick da auch nicht mehr durch, Freunde. Also das ist echt lustig. Jetzt wurde ich dem Zug verwiesen. Wie geil ist das denn? Das kriegst du doch. Aber es ist ja schön, weil es war ja live. Ihr habt es ja mitbekommen. Ich glaube auch links. Wir haben ja, also ich habe aber bei dem Video halt keine Maske. Ja. Und da war er sauer. Aber jetzt hat er mir einen Platzverweis gegeben für den Zug, wenn ich jetzt einen neuen Zug oder für alle Zug. Nie wieder. Ich darf nie wieder mit der Deutschen Bahn fahren. Oh. Wollen wir? Komm, Alter, jetzt seid ihr mal live dabei. Das machen wir. Weil das Ding, da kriegt doch jeder ein Foto. Den Tag vergessen wir doch alle nicht. Hä? Fünfer. Hier ist so ein Pixie-Automat. Warte mal. Fünfer. Wie geil ist das denn? Hast du einen Fünfer? Ich guck grad nach. Ich hab den Fünfer. Die Polizisten waren eigentlich wahnsinnig nett. Der fand's auch. Schein. Nein, der Polizist, der wurde gerufen, der hat doch andere Sorgen hier, wie so eine Scheiße. Aber geil war dieser Schaffner, der ja total nervös auch am Rand stand. Und ich mich auch nicht, aber mein Name, sag ich ihn gleich. Ja, ich sag doch seinen Namen gar nicht. So, ja. Wir müssen uns dann ausfielen hier. Ja. Erstmal bevor wir reinschieben, glaube ich. Der nimmt nämlich das Geld nicht. Okay, warte. Ach, Start hier. Da steht er. Warte mal, jetzt muss der ein. Nein! Nein, wir wollen noch was anderes machen. Blöd jetzt hier. So, aber ich will doch keine biometrischen Pässe haben. Ich will doch was anderes haben. Aber kann ich nur diese? Ich will doch so ein. Hier steht aber 4 Stück, 10 Euro. Ah, hier steht ja biometrisch. Ja, aber kann man nur die biometrisch... Alter, jetzt seht ihr Level. Nee, das ist mir zu teuer. Hab keine Kohle, ich muss mir jetzt ein Taxi. Ich hab jetzt auch keine Kohle mehr. Aber weitere Fotoprodukte ab 5 Euro, wo denn? Kann ich doch gar nicht auswählen. Oh, big blöde. Geht nicht. So, jetzt nehmen wir uns ein Taxi. Und fahren nach Frankfurt. Kann ja so weit nicht sein. Und das ist echt geil. Also der Typ an sich hatte augenscheinlich ein Problem mit mir. Sonst wüsste der es mit Tommy gar nicht. Und ist jetzt sauer und hat mir die Weiterfahrt verboten. Das darf er. Naja. Aber ich wollte schon immer mal nach Hanau.
So, nehmen wir uns ein schönes. Aber Pullern, wa? Wie lange fahren wir nach Hanau? Willst du mal so einen Taxifahrer fahren? Oh ja, holen wir uns noch einen Burger schnell. Das ist echt geil, Alter. Das ist doch ein neues Programm. Das ist doch, ich hab doch, habt ihr das mir, ihr wart ja live dabei, Alter. Wie geil ist das denn? Wir müssen nach Frankfurt, was wir nach Frankfurt, wir haben Termine. Verspätet sich jetzt ein bisschen. Aber, hey, fuck off. Ach echt? So, ums Eck. Hä? Flughafen Frankfurt müssen wir. 20 Minuten, sagst du? Ich hoffe, ja. Ja, kriegen wir hin. Ich wollte erst mit dem Zug weiterfahren, aber es war mir dann zu eng. Ich habe mir gedacht, nimm mir lieber Taxi. Oh, ja. Ja? Maske ist ein Taxi, ist Maske, wa? Nicht, dass wieder mit Polizei. Ich habe keine Lust, wieder. Wobei, auch das muss ich einfach sagen, das ist halt auch einfach schön gemacht. Das ist ganz sicher hier mit der Scheibe. Ja, guck dir das mal an hier. Ist das nicht schön? Damit nichts passiert. Alter, was ein Livestream, was ein Live-Ding, Alter. Das hätte ich ja nie. Ich habe einfach angemacht, wollte quatschen. Zack, ihr wart dabei. Jetzt bin ich auch ein Gangster. Jetzt kann ich ein Album machen mit Capital Bra, Contra K, mit allen. Verstehst du? Ich hatte auch mit Polizei Probleme. Das steht aber morgen in dem Bild, oder nicht? Ja, klar. Wenn ich gleich heute Abend schon. Heute Abend schon. Ticker, Live-Ticker, Mario Bart. Maskenverweigerer, Schwein, nein, ich trage in der Regel, egal wo ich bin und wo eine Maskenpflicht ist, eine Maske. Jetzt habe ich in dem Zug, in dem Abteil, Tommy hat aber auch nichts gesagt. Ne, der hat der doch, der, wir haben mit Tommy, der wusste das ja, dass wir... Na, ich habe doch das Video gemacht, da war doch die Maske unten. Ja. Das hat doch Tommy gesehen. Ja. Tommy hat nichts gesagt. Ich habe das nicht gewusst. Ich dachte, in einem Abteil, bist du im Abteil. Mit Maske ohne macht es. Na gut, dann hat er die Ansage, gemacht. Ja, ja, ich hab, da hätte man mich doch einmal ansprechen können. Hätte man doch sagen können, zieh dir doch mal eine Maske auf, Mario. Oder? Aber der kam, da habe ich gerade getrunken. Ja, habe ich runtergemacht. Ich, nächste Mal schütte ich es mir einfach in die Maske und saug's und saug's dann so. Und saug das dann so ab. Wie geil, ey. Echt, tja. Jetzt kann ich eben nur, weiß ich nicht, ob ihr noch auf meine Tour kommen wollt, weil ich bin jetzt, naja, vorbestraft nicht, aber. Polizeilich gesucht. Nee, auch nicht. Bekannt, polizeilich bekannt. Ja. Ich bin jetzt in Hanau zumindest polizeilich bekannt. Ja. Das heißt, wenn ich das nächste Mal in Hanau spiele oder in Frankfurt, kann das sein, dass wir ein höheres Polizeiaufkommen haben? Weil die einfach sagen, der Bart spielt auf der Bühne ohne Maske. Auf der Bühne ohne Maske. Schick da mal Leute hin. Ja. Nein, der ist Tommy. Tommy hat sich gemeldet. Wie geil ist das denn? Ich bin ihm auf dem Zug in Bündenfuller ausgestiegen. Tommy, die haben mich rausgeschmissen. Tommy, die haben mich rausgeschmissen. Wie geil ist das denn? Aber der war auch so richtig. Der war so richtig schlecht drauf, ne? Ja. Boah, war der angepisst. Ja. Da rufe ich jetzt die Polizei. Da dachte ich, das ist ein Spaß, was er sagt. Ja. Ei, das alles mit der Deutschen Bahn. Fahre mit der Deutschen Bahn. Es ist auch ein bisschen Adventure. Entweder ist die Klimaanlage im Arsch. Bordrestaurant geht nicht, Verspätung oder. Hä? Die Lautsprecher zu laut. Lautsprecher zu laut oder du bist einfach rausgeschmissen. Wir haben uns über den Lautsprecher. Stimmt, wir haben gefragt, warum die Lautsprecher. Aber da hat er doch gesehen, dass ich eine Maske aufhabe. Ja, natürlich hat er das. Wir haben doch mit ihm geredet. Der Typ ist da, der hat da eine Meise. Jetzt wo du sagst. Wir haben doch wegen. Ich habe mit der Lufthansa, weil wir einen Flug umgebucht haben, telefoniert. Ein ganz liebes Mädel, die hat das auch mitgekriegt. Ja. Sag ich, Alter, ist das laut hier, diese Ansagen. Warum macht der so viele Ansagen? Dann kam der und da haben wir den gefragt, Entschuldigung. Ja. Kriegt man die leiser? Da hatten wir eine Maske auf. Ja. Und da sagt er, leider nicht, ist zentrale Steuer. Da war er aber schon sauer. Ja, war so eine Frage. Ich glaube, dass der das Video gesehen hat. Und der findet Tommy scheiße. Weil Tommy hat eventuell seine Ex-Freundin. Und jetzt ist Tom, oder andersrum, er wollte
auch eigentlich in so ein Video. Er kann ja jetzt sagen, er hat Mario Barth aus dem Zug geschmissen. Anschnallen, ach, Tatsache. Leute, ist hinten Anschnallpflicht? Ach, ich weiß es doch, ich sitze immer nur vorne. Ihr habt völlig recht, nicht, dass ich wieder... Bitte nicht die Polizei rufen, ich habe mich angeschnallt jetzt. Hier musst du so auf... Dem Land musst du aufpassen. Zack, bist du raus. Stehst plötzlich auf der Autobahn. Und dann wird's dünn. Dann wird's dünn. Da fahr ich mit, als nächstes fahr ich hier mit dem Bagger. Anisch, habe ich nicht dran gedacht. Natürlich, ich habe ja Vorbildfunktion. Genau. Neues Format. Mario fliegt raus. Bei RTL demnächst, das neue Format. Mario fliegt raus. Das ist echt geil, ey. Das ist echt geil. Das ist, ich hab, ja, da, war der, da hat der schon gesehen, wir haben eine Maske auf. Das hat er gesehen. Dann hat er sich mit Sicherheit, wird ein Kumpel gesagt haben, guck mal, Norbert, Horst, Klaus, wie auch immer der heißt. Tommy wurde erwähnt. Wie, der Tommy? Und dann hat er sich das angeguckt, weil sonst hätte er doch nicht gewusst, dass ich Tommy, der muss mein Video angeguckt haben. Und dann hat er gesehen, Alter, der hat keine Maske aufgehabt, der Assi. Ja. Und dann ruft er die Polizei. Ja, ich möchte mich vielmals entschuldigen, jetzt schon mal bei den ganzen Jugendlichen, die das jetzt gesehen haben. Das ist kein gutes Vorbild. Völlig zu Recht. Das sind die Konsequenzen. Jetzt sitze ich im Taxi. Fahre nach Frankfurt. Wir hätten ja sowieso von Hauptbahnhof zum Flughafen fahren müssen. Stimmt. Ja. Also, Freunde. Muss ich erst mal verarbeiten. Ich muss jetzt gleich mal meine Anwälte anrufen, mal fragen, was man da macht. Ob man, macht man da überhaupt was? Ist doch was soll die Deutsche Bahn, die kann nur dafür... Mensch, die arme Deutsche Bahn, die sitzt doch da am Potsdamer Platz. Die sieht das doch jetzt auch. Ja. Weißt du, hier, Tanja, Susi und Sabrina, die Vorstandsvorsitzenden, Assistentinnen oder Chefinnen, oder sie gucken das ja auch gerade. Ja. Dann sitzen die da schon und sagen, was macht der da, was macht der da? Warum schmeißt er den Bart an? Sag ihm doch einfach, zieh die auf. Dann macht er das doch. Macht er gar nicht. Ich möchte auch nicht, dass sie meinen Namen benutzen. Will ich doch gar nicht. Ja doch, sie haben vom Thomas auch den Namen ungefragt benutzt. Thomas, genau. Ja, aber, aber Thomas, gibt nur einen Thomas bei der Deutschen Bahn oder was? Nee. Den ich dann auch noch Tommy genannt habe. Ich kenne auch einen. Du kennst auch einen, da haben wir zwei bei der Deutschen Bahn. Naja gut, einer von den beiden war's. Ah, oh, Alter, ey, wir scheißen uns so ins Hemd mit dem Datenschutzmüll. Möchte nicht, dass mein Name fällt. Warum will man das nicht? Ja, weil er weiß, dass er Scheiße gebaut hat. Weil er weiß, dass er Scheiße gebaut hat. Der hat richtig Scheiße gebaut. Ja. Wie kann man so? Ah, egal. Aber da jetzt war, ich glaube, die Deutsche Bahn sieht es und dann sagt sie auch, Mann, was ist denn da? Ja. Ich würde weiter Deutsche Bahn fahren. Ich probiere es einfach mal. Irgendwann schaffe ich es, von A nach B anzukommen. Bis jetzt immer gut funktioniert. Aber heute sollte es nicht so sein. Geil ist aber auch die anderen. Können wir jetzt langsam mal weiterfahren? Der ist doch jetzt draußen. Vor allen Dingen, die haben jetzt richtig Stimmung in den Club. Die haben richtig gute Laune. Warum haben sie den rausgeschmissen? Der hatte keine Maske auf. Wie? Alter, wie geil ist das denn? Das ist echt ein geiler Typ gewesen. Und auch die Bestimmungen hat der alle im Kopf gehabt. Ja, die Bestimmungen der Deutschen Bahn ist das Filmen innerhalb geschlossener Räume bedarf einer Zusage. Stimmt doch gar nicht. Wenn ich einen Abteil für mich selber habe, kann ich mich doch filmen. Kann mich doch filmen. Ja, klar. Tja. Ich bin einfach kein Vorbild für die Jugend. Ich habe ja auch nur Realschule. Und ich hatte eine 5 auf dem Zeugnis.
Also, liebe Jugendliche, wenn ihr das seht, werdet nicht so wie ich. Nicht, dass ihr nachher auch ein schönes Haus habt und ein geiles Auto. Ich krieg gerade, wie gerade, mein Flugzeug ist betankt für morgen. Ich habe auch noch einen eigenen Flieger. Also bitte, passt alle auf der Schule auf, dann könnt ihr schön in die Politik gehen. Alter, ey. Jetzt muss man aber fairerweise sagen, nicht jeder Zugführer ist so. Das stimmt. Ganz, 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 ganz viele Nette. Wirklich. Kann man nicht sagen. Vorhin auch das Mädel, die war doch nett. Ja. Die mit dem Ticket, war doch total lustig. Tommy, der sich nochmal bedankt hat. Ja. Mit dem Kaffee hat sie gesagt, wir haben leider kein Personal. Haben wir gesagt, okay, ist kein Problem, holen wir selber. Weißt du? Ja. Wir haben nicht gesagt, ich bin harter Kaffee. Dann gehen sie halt. Nein. Machen wir selber. Sind wir aufgestanden, haben wir selber gemacht. Warum nicht? Wir haben ja Biene. Aber dann kam er. Ja. Tellerbunte Knete. Kommt an. Völlig angepisst. Vielleicht Probleme mit dem Stuhlgang. Ich weiß es nicht. Und hat sich aus dem Zug schmeißen lassen. Aber damit kann er jetzt beim Tinder-Profil, kann er oben Horst, ja, angeben. Horst, Mario Barth aus dem Zug geschmissen. Aber er hat nur einen Follower. Ein Follower? Mögen wir alle große Fresse jetzt mit über 1000 Follower. Na klar wird das hochgeladen. Gesetz ist Gesetz, steht da. Ja, das ist richtig. Gesetz ist Gesetz. Nee, aber Gesetze sind doch dafür da, um sie mal zu hinterfragen. Einfach mal zu sagen, nur weil irgendeiner sagt, mach mal, heißt das ja nicht, dass wir alle nicken müssen. Ich verstehe das ja. Ich trage ja auch eine Maske. Ist ja kein Problem. Auch wenn ich es nicht verstehe. Ich verstehe es nicht. Dass man im Stehen bei Starbucks eine Maske tragen muss, beim Sitzen nicht. Aber trotzdem tue ich es. Aber der Ton macht die Musik. Das ist ganz, das so wurde ich erzogen. Der Ton macht die Musik. Wenn man reinkommt und wird angebrüllt, Maske! Da sagt man, Alter, bist du bescheuert? Redest du mit mir? Und dann, und ich hatte meine Flasche, Trinkflasche in der Hand. Habe ich den Polizisten auch gezeigt, meine Flasche. Ja. Ich glaube, man hat sogar auch gesehen beim Video. Ich weiß, ich muss das vorherige Video angucken. Hab doch getrunken immer. Ja, es stimmt. Ich habe auch nicht getrunken eine Zeit lang. Trotzdem die Maske abgemacht. Ja, ich bin nicht fehlerfrei. Ja. Aber ich dachte aufgrund dessen, dass das Abteil, in dem ich saß, nur uns gehörte, mit einer verschlossenen Tür, habe ich gedacht, dass es egal ist. Ja, ich weiß, stimmt, jetzt erinnere ich mich auch wieder, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Und ich bin dafür, dass jeder, der einen Fehler macht, sofort von der Polizei rausgeworfen wird. Dann ist also unser Bundestag leer, wa? Ach, es ist so schön. Naja, der Ton ist immer, ja, das erscheint wieder, der Ton macht die Musik, stimmt. Bild schaut mein Livestream. Hallo, herzlich willkommen. Ja, was soll ich sagen? Jetzt sind wir unterwegs nach Frankfurt. Das ist eine lustige Nummer. Ich kann mich aber jetzt schon mal vorab, falls es einen Shitstorm gibt, bei allen entschuldigen. Bei wem entschuldige ich mich denn? Bei Karl Lauterbach in allererster Linie. Ja, das stimmt. Ich möchte mich entschuldigen, weil ich die Anweisung von ihm einfach nicht Folge geleistet habe. Letztendlich kommt es von ihm. Nicht? Ja. Doch. Ja. Ich hätte die Maske, es tut mir leid. Ich möchte mich vielmals bei der Deutschen Bahn entschuldigen. Bitte, bitte befördern Sie mich weiter. Müssen die das mich befördern eigentlich irgendwann mal? Oder können die wie bei so einer Lufthansa oder so, wenn du da auf so einer schwarzen Liste bist, hast du ja ein Problem. Kann die Deutsche Bahn das auch machen? Ja? Aber dann ist ja, was ist denn da mit Nachhaltigkeit und Baerbock? Laufen. Da muss ich laufen? Ich hab einen V8. Der braucht 22 Liter Super Plus. Ich will mit der Deutschen Bahn fahren wegen Nachhaltigkeit. Und dann dürfen die mich, nehmen die mich, glaube ich nicht. Meinst du? Ja.
Ich habe ja nichts gemacht, ich habe mich doch entschuldigt. Ja. Wirklich. Also, ihr wart jetzt live dabei. Ich wünsche euch was. Haben wir alles gemacht, wa? Ganz, ganz viele Zugbetreuer sind nett. Entschuldige dich doch nochmal bei den Passagieren, die jetzt verspätet ankommen. Ach, danke. Ich möchte mich vielmals bei allen Passagieren des Zuges auch entschuldigen, dass der Zugschaffner war. Vielleicht. Wir hatten vorher schon Verspätung, 13 Minuten. Ach so, wir hatten vorher schon Verspätung wegen technischen Problemen. Egal, schieben Sie es bitte auf mich. Da möchte ich mich entschuldigen. Ich möchte mich entschuldigen bei wem noch? Ja, sind wir durch, wa? Sind wir durch, wa? Ich entschuldige mich bei meiner Mutter, wenn die das jetzt sieht. Mama, du hast mich so gut erzogen, aber du weißt doch, wie ich bin. Du weißt es doch. Ja. Also, geil war es gestern in Hannover, das stimmt. Wir sind jetzt wieder auf Tour. Und ich garantiere euch, das Ding kommt ins neue Programm. Das kannst du ja gar nicht schreiben. Hä? Das ist richtig. Und auch so, das hatte ich ja schon mal in meinem Programm, wo einer gesagt hat, ich möchte nicht, dass du meinen Namen nennst. Und zack, hieß sie Chantal. Und jeder wusste, wer Chantal ist. Und dann kam sie irgendwann zu mir und sagt, ja, warum hast du denn nicht Jennifer gesagt? Da sag ich, du hast zu mir gesagt, ich darf deinen Namen nicht sagen. Also wurdest du Chantal. Dann war sie allerdings total angepisst, weil jeder wusste, dass sie Chantal ist. Der ganze Freundesbekanntenkreis von ihr wusste. Und dann haben die alle Chantal genannt. Und sie war total sauer. Dann habe ich gesagt, Mensch, hätte ich Jennifer gesagt, hätte keiner... Also keiner hätte es gewusst. Wie weißt du, wie viele Jennifers es gibt? Tommy, melde dich bei mir. Du warst ein geiler Typ. Du bist eine. Ich werde auch einen Brief schreiben an die Deutsche Bahn und dich lobend erwähnen. Dass die müssen dich befördern. Und dann schickst du mir bitte deinen Dienstplan. Und da, wo du fährst, da fahre ich auch hin. Weißt du, auch wenn du nach Stuttgart, ich muss da nicht hin, aber ich würde dann dahin mit denen fahren. Weil ich wüsste, da bin ich sicher. Bei Tommy bist du sicher. Auch ein schöner Slogan. Bei Tommy bist du sicher. Fahr mit, wenn Tommy fährt. Deutsche Bahn. Deutsche Bahn. Ja. Schönes Video. Ja, glaube ich auch. Also, ich wünsche euch alles Gute, bis dann, tschüss. Wie speichere ich denn das jetzt? Hast du Kleppis Nummer? Ja, ich glaube, ja. Ruf dir nochmal an, frag mal, wie man das jetzt speichert. Ja. Alter, wie geil. Ich freue mich jetzt schon. Wird die Boulevardpresse da wieder drauf kloppt. Da, hier, Mario Barth. War Alkohol im Spiel? Nein, ich hab ein Cappuccino getrunken, aber vielleicht ist es Laktoseintoleranz. Nein, ja, kurze Frage, warum ist so ein Livestream gerade bei Instagram und möchte das ganz gerne speichern, deswegen, wie macht ihr das? Wie speichert ihr? Gib mal her. Warte kurz, ich geb dir. Ich bin ja jetzt live gerade. Ich will jetzt nicht um den Knopf drücken, weil ich will es speichern. Wie speichere ich das? Das heißt, ich mache oben auf den X. Okay, ich probiere das mal. Ich hoffe, das klappt. Ah, wie geil. Warte, ich mach. So, jetzt beenden. Möchten Sie das Live-Video beenden? Wirklich beenden? Ja. Ja? Stay City. Michael! Ich rede mit dir!